Puppets, Puppets, ich liebe Puppets. Du und deine Puppets. Also wirklich. Liebling, du musst dir deine Zähne putzen. Komm schon, hier ist deine Zahnbürste mit Zahnpasta. Nein, ich hasse Zähne putzen. Aber du musst. Jetzt mach den Mund auf. Wirst du wohl horchen? Das ist wichtig. Nein, ich will nicht. Ich hasse das. Du kannst mich nicht zwingen. Ich will nur Puppets. Oh, du bist manchmal echt unmöglich. Ich kann dich nicht zwingen. Das werden wir sehen. Das nehme ich mit. Ich fülle sein Puppet einfach mit Zahnpasta. In jedes Loch ein bisschen. So, das war's. Jetzt etwas Backsoda. Das streue ich über das Puppet mit der Zahnpasta. Fertig und los geht's. Hör auf zu flennen, Spätzchen. Sieh her, da hast du dein Puppet. Juhu, mein Puppet ist wieder da. Pop! Da kommt es. Ich hoffe, es klappt. Oh, es ist in meinen Mund gehüpft. Mama, was ist das in meinem Mund? Zahnpasta. Und jetzt werden deine Zähne geputzt. Nein, das ist nicht fair. Du hast mich ausgetrickst. Malen macht Spaß. Oh, so schön. Aber nicht über die Linien malen. Liebling, es ist Zeit für ein Bad. Nein, ich will nicht baden. Ich male. Wie bitte? Du nimmst jetzt ein Bad, Fräulein. Nein, hör auf, Mami. War sie schon immer so kräftig? Hm, wie kann ich sie nur überreden? Die Buntstifte werden sie überzeugen. Liebling, schau mal, was ich hier habe. Hm? Oh, Buntstifte, gib sie mir. Komm sie dir holen. Buntstifte. Okay. Jetzt kann ich weitermalen. Macht Spaß, Tino, Mami. Das gefällt mir nicht. So ist's besser. Zeit, dich abzutrocknen. Ich will aber nicht. Ich will weiter baden. Nicht schon wieder. Ich mal für mein Leben gerne. Mom, ich habe ein Auto gemalt. Ich brauche mehr Blätter. Oh, okay, Schatz. Hier hast du noch mehr. Ich glaube, ich mal eine lila Sonne. Ich brauche mehr Blätter, Mom. Du bist so produktiv, okay. Hier hast du's. Oh, oh, die Blätter sind alle. Sorry, Schatz, kein Zeichenpapier mehr da. Oh, oh nein, nicht weinen. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß, was ich tun kann. Ich brauche dieses Stück Pappe. Und jetzt ein paar Zeichnungen drauf. Sein künstlerisches Talent muss er von mir haben. Alles klar, die Bilder sind fertig. Und jetzt laminiere ich das mit Klebeband. Fertig. Und jetzt falte ich alles zusammen. Hey, Schatz, schau mal, was ich habe. Möchtest du diese Schildkröte ausmalen? Siehst du? Einfach so. Aber du kannst sie so oft ausmalen, wie du willst. Wow, oder? Spitze, gib her, gib her. Ich mal das Pferdchen hier aus. Das ist aber ein interessanter Artikel. Was ist das denn? Hi, ein Päckchen. Danke. Oh, das muss Ginas Geburtstagsgeschenk sein. Das ist eine schicke Schachtel. Ich hoffe, es gefällt ihr. Ah, ihr Gesicht wird strahlen vor Freude. Es ist eine sehr schöne Tasse. Alle werden neidisch sein. Sie wird sie für immer in Ehren halten. Ich bin ein Meister im Geschenk aussuchen. Ich schaue sie mir kurz an. Oh nein, sie ist zerbrochen. Das ist eine Katastrophe. Was soll ich jetzt tun? Es tut mir leid, Gina. Ich wollte dir nicht wehtun. Nein, nein. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Das Puppet macht Spaß. Oh nein, sie kommt. Vielleicht bemerkt sie es nicht. Na los, das ist so stressig. Klebt doch zusammen, bitte.
letzte Stück. Okay, das sieht schon besser aus. Das langweilt mich. Ich brauche mehr Zeit. Ich verstecke sie unter dem Kissen. Hey, Papi! Denk nach, mach was, irgendwas. Oh, wow, ein Geschenk. Was da wohl drin ist? Naja, also ich dachte, schau mal, das ist so spannend. Warte, Papi? Ich liebe es! Luftpolsterfolie! Ich brauche das Poppet nicht mehr. Whee, das macht so viel Spaß. Danke, Papi. Herzlichen Glückwunsch, meine Kleine. Puh. Darum kümmere ich mich später. Herein. Daddy! Yay! Oh, meine kleine Prinzessin ist da. Hattest du einen schönen Tag in der Schule? Na gut, dann setz dich mal und ich beende noch schnell die Arbeit. Ich bin fast fertig, also sei brav, während du wartest. Mir ist langweilig. Bin fast fertig. Oh, oh nein, wo ist sie hin? Komm da wieder raus. Sei jetzt brav und bleib hier. Kinder machen eine Menge Arbeit. Warte, was jetzt? Oh nein! Stopp, stopp! Das ist Daddys Arbeit. Und jetzt bleib hier. Aber mir ist langweilig. Okay, wie wär's damit? Willst du mit meinem Telefon spielen? Yay, Handyzeit! Der Akku ist alle. Oh nein, mein Ladekabel ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? Moment mal, vielleicht kann ich was mit dieser Handyhülle machen. Okay, ich kann diese Serviette benutzen. Und jetzt fülle ich diese Plastikhülle mit Kleber. Das sollte reichen. Und jetzt mit einem Glätteisen verschließen. Ich klebe das hier auf die Hülle und dann kommt noch ein Glitzerrahmen drauf. Genial! Und jetzt kann sie damit spielen. Ja, das wird ihr absolut gefallen. Hier für dich. Wow, da sind rosa Blumen drin.